Wenn sie überhaupt kommt. Kamera? Hallo? Oh, man sieht ja. Super Ausschnitt. Super. War so nicht geplant. Ja, ich muss. Ich muss das erstmal wieder einstellen. Das sieht ja ganz komisch aus. So. Das wird jetzt heute ein relativ kurzer Stream. Ich meine, es ist doch nach der Gamescom und ich bin echt ein bisschen fertig. Wollte es mir aber nicht nehmen lassen, dann doch. Zumindest ein kleines, kurzes Game, beziehungsweise ein kurzes DLC zu streamen ist oder anzufangen. Ja, ich habe mir jetzt eben Never Alone Foxtales runtergeladen. Never Alone war, glaube ich, das erste Game, was ich gestreamt habe. Habe mich auch sehr gefreut, dass das DLC jetzt rausgekommen ist. Und ja, ich denke, wir gucken einfach mal rein. Fortfahren. Elisi Magiga Atla Unipkak. Utoknat, Tekektarung Med Ukotigisukangat. Tusasi Magiga Paningmin. Immagok, Ilan Narek, Tamani Nexuk. Kotzebü hört sich komisch an. Atosek, Nakinminte, Tarem Sinyanin, Agriximaruk. Ilakata Asin, Inunahuni, Kriktarumi. Kotzebü ist echt komisch. Pilgubluni, Anak Dagmata. Angunel Gubluni, Lu. Ilangat, Puralgunexuk. Das Mädchen und der Fuchs. Die kennen wir ja schon, die zwei. Superyami, Ikao, Matrung, Tarek, Ibna, Chemin, Kirktarungmun. Aturut, Ukpigoramik, Angahoting. Ilokating, Pilgubluting, Sule, Sangibluting. Irgendwie hört sich das alles gleich an, was der sagt. Okay, wir machen mal weiter. Hallo. Okay, Romy, in you neck, Kahutin. In you, Anil, Ibrilagora, McNeil. Da werde ich ganz komisch angeleuchtet. Kinyarik Samun, Upinga Kratman. Upinga Kratman, Superyak, Umagaktok. Oh, eine Maus! Ich lasse jetzt erstmal das Intro zu Ende laufen. Dann können wir gerne mal kurz drüber reden, worum es in dem Game geht. Oh, das Intro ist super. Super kurz gerade gewesen. Wir müssen hinter der Maus herlaufen. Moment, also, Never Alone war vor einigen Monaten als kostenloses Game bei PlayStation Plus. Und da ging es um ein Mädchen, das einen kleinen Freund gefunden hat, den Fuchs, und die mussten zusammen gegen einen bösen Mann kämpfen, der das Volk bzw. das Dorf ausgerottet hat. Hallo. Und das ist eine neue Geschichte. Wir haben halt auch wieder das Mädchen und den Fuchs, was mich irritiert, weil am Ende von Never Alone war der Fuchs nämlich ein kleiner Junge. Aber wir werden schon noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Ich habe mir jetzt das Game ausgeguckt, weil es recht kurz ist. Beziehungsweise das DLC habe ich mir ausgeschaut, weil es recht kurz ist. Und ich jetzt nach der Gamescom nicht so viel und nicht zu anspruchsvolles streamen wollte. Aber es ist dennoch echt ein schönes Game. Und ich denke, es ist echt. Ich hätte auch sogar mehr dafür bezahlt. Also es gibt es jetzt im Store für 3 Euro... Huch. Ah. Für 3,19 Euro oder so. Huch, das ist die falsche Richtung. Oder? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich paddeln muss. Geht's überhaupt voran? Ich bin super im Paddeln. Ne, hier geht's nicht weiter. Andere Richtung.
Ah, okay. Wir müssen einer kleinen Maus folgen. Aber ich weiß nicht, wo die Mausi hin ist. Die Mausi ist nicht da. Agnorak sakuhuni angorlochtuk. Aglan avingorak ayuanektuk ilingitnin. Seit wann kann der Fuchs schwimmen? Der Fuchs kann nicht schwimmen. Wie ging das nochmal mit dem Fuchs? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Moment. Können wir bis da... Nee. Kann ich da hinschwimmen? Oh, wie ging das denn nochmal? Ich hab das so vergessen. Das ist Wechseln der Charaktere. Das ist eigentlich echt ein cooles Spiel. Es dreht sich da auch viel um wirklich die Geschichte der... Beziehungsweise der um die Geschichte des Stammes von dem Mädchen. Das hat beruht auch alles auf, Geschichten und Märchen, die es da gibt und sagen. Beziehungsweise viel ist da auch wirklich einfach von der echten Lebenskultur abgeguckt worden. Und das Game ist echt... Es ist echt süß gemacht. Aber ich bin teilweise echt ratlos und weiß nicht, was ich machen muss. Es kommt leider sehr oft bei dem Game hier vor. Das war echt das erste Game, was ich gestreamt habe, ohne Kamera, ohne Headset. Und ich wusste teilweise echt nicht, was ich machen soll. Ich bin echt gerade planlos. Wie komme ich an den dran? Danke, dass du für mich antwortest. Ich weiß nicht, wie... Ah! Ah, der Fuchs kann tauchen. Geist, komm mit. Komm! Nein! Genau, das ist die Erweiterung. Das ist Foxtails. Komm jetzt mit hier runter. Huch! Was? Was soll das denn? Wieso pustet der da unten? Wie gesagt, ich war jetzt die letzte Woche ziemlich unterwegs und habe nicht gestreamt. Ich wollte heute einfach nochmal streamen, auch wenn es noch nicht so lange ist. Und wollte jetzt auch nicht mit dem neuen Kapitel von The Evil Within anfangen oder so. Da oben ist das, wo ich hin muss. Ich muss irgendwie zu der... Nein, du nicht! Oh Gott, du kannst das nicht. So. Komme ich da oben dran? Stimmt nicht. Hallo. Habe ich es verkackt? Komme ich jetzt nicht mehr rüber? Ich muss noch gucken, ob ich hier durch kann. Füchschen, was hast du getan? Hängen wir jetzt hier fest, oder was? Ah, ne, die kann auch schwimmen. Also, wir haben auf der Gamescom heute nicht so viel geschafft. Wir haben Horizon Zero Dawn gespielt, wir haben Until Dawn gespielt, Assassin's Creed Syndicate haben wir gespielt und Terraway hat Cincy noch gespielt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da oben dran komme. Ich habe total verkackt. Ich hätte den hier mit rübernehmen müssen, glaube ich. Aber ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Dann gehen wir mal weiter. Weil es das so richtig sein soll. Ohne Boot? Sollen wir ohne Boot rumschwimmen? Ich kann mir fast nicht vorstellen, aber... Da ist irgendwas. Bin ich jetzt tot? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich fall halt einfach runter. So, wenn ich den da jetzt weg... Wohin kann ich den denn locken? Ah! Das macht Sinn.
Ja, wir haben super tolle Fotos bei Tearaway gemacht. Super, super tolle Fotos. Sah noch gar nicht merkwürdig aus. Allgemein haben wir recht coole Fotos jetzt gemacht auf der Gamescom, aber ich habe da noch so ein paar Sachen, die wir da noch auf jeden Fall, beziehungsweise ich, die ich da auf jeden Fall gerne noch machen würde. Ist das Mädchen gestorben? Hä? Hallo? Mädchen? Die hängt im Stein drin. Oh, scheiße. Ist das dein Ernst? Komm aus dem Stein raus. Ich habe es geschafft. Ich habe mich... Ich weiß gar nicht, wieso ich im Stein drin bin. Ich bin im Stein drin. Vielleicht kommt sie hinterher. Ja, ich kann das Boot nicht schwimmen ohne die. Ja, super ist das. Komm schon wieder raus. Wir müssen nochmal neu starten. Ich bin, ich hänge in einem Stein. Und ja, es passiert mir in mehreren Games mittlerweile, dass ich in Steinen festhänge. Warum auch immer. So, die Eule haben wir jetzt. Nein, das Mädchen ist schon wieder in dem Stein. Was ist das denn? Das kann doch nicht so... Sie hängt offensichtlich schon wieder fest. Nochmal von vorne. Ich weiß es nicht. Ich bin nur gegen dieses scheiß Eisberg gefahren und schon hänge ich wieder im Stein drin. Das heißt für mich... Geh weg da, Mädchen. Oh, geh weg da. Geh weg. Oh, ich dachte schon, die hängt gleich wieder drin. Ich wollte schon sagen. Ja, puste uns hier schön durch. Wo ist das Bötchen da? So, wir müssen immer noch zur Maus. Ich finde das ganz toll, dass wir der Maus folgen müssen. Ich mag Mäuse. Aber ich weiß nicht, was die Maus uns zeigen möchte. Ich bin mit Mietlu, dann machen wir Blüge. Mausi! Bleib stehen! Mausi! Nein, nicht weglaufen! Was macht eine Maus hier eigentlich im... Ich dachte, die wäre ins Wasser gefallen. Was macht denn eine Maus hier im Schnee? Hallo? Hallo? Er sauf halt einfach. Spring halt einfach nicht ab. Ist auch in Ordnung. Super, super Plan. So. Da müssen wir halt jetzt die da spielen. Aber ich weiß jetzt eh bestimmt wieder nicht, wo ich dann hin muss. Doch, jetzt funktioniert es. Eben hat es nicht funktioniert. Komisch. Ja, ist klar. Sterbt einfach alle gleichzeitig an verschiedenen Enden und Ecken. Es ist super. Die Maus war verängstigt. Bei diesen Skills wäre ich auch verängstigt, wenn ich sehen würde, dass jemand dabei bei sowas stirbt. Ey, es ist... Und so jemand spielt auf der Gamescom. Peinlich. Wir schaffen das. So, ist hier unten irgendwas? Ja. Den Kerl brauchen wir. Ja, verscheuch mal diese bösen Tierchen, ne? Ich habe bestimmt schon einige von diesen Kultureindrücken übersehen. Hä? Ah, super. Wir saufen doch bestimmt gleich noch bestimmt. Bestimmt. Hä? Richtung wechseln! Ich will doch die Richtung wechseln. Hallo. Sag jetzt nicht, ich komme schon wieder nicht raus. Ich krieg hier gleich echt die Krise. Ich verkacke in so einem kleinen Minigame. Da kommen wir so nicht lang. Ja, was habe ich denn jetzt hier angestellt schon wieder?
Das ist bitter. Richtung wechseln. L halten. Ich. Ah, okay. Okay. Die ist aber echt langsam. Der Fuchs auch. Ich weiß auch gar nicht, wieso die so lange die Luft anhalten können. Ich könnte es nicht. Ja, da werde ich weggepustet, das ich. Jetzt schon. So, du Kollege, kommst mal hier raus. Es ist... Ich bin so blöd, ich fliege hier die ganze Zeit im Kreis. Es ist empfehlenswert für... Was ist das denn jetzt? Was sind das für komische Teile, die da so rumleuchten? Empfehlenswert für Leute, denen es bei einem Game jetzt nicht nur um... Soll ich das erklären? Um wildes Rumgeballere geht. Zum Beispiel. Es ist ein Game, was eine... Oh, jetzt bin ich... Ich hab das schon wieder kaputt gemacht. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht, Manu. Es ist ein Game, was echt eine echt schöne Story hat, wenn man sie denn versteht. Und es ist ein Game, was auch ziemlich viel Spaß macht. Ja, wo muss ich denn jetzt lang da hoch? Der erwischt mich doch bestimmt. Ja, Mist. Anstatt, dass ich die andere Seite nehme. Nein, jetzt hat mich das... Das Vieh hat mich erwischt. Hey, wir sind schon wieder an der Stelle. Ich bin ja schon bei Never Alone selber so oft gestorben. Da hätte man mal meine Tode zählen sollen, nicht bei Bloodborne. Bei Bloodborne hat es sich noch in Grenzen gehalten. Bis auf beim Pater. So, jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Da müssen wir... Ob ich morgen stream? Eigentlich lieber am Samstag, weil ich am Sonntag auch wieder auf der Gamescom bin und es ist echt anstrengend, vor allen Dingen, wenn es jetzt so warm ist und da weiß ich nicht, ob ich danach einen Stream schaffe. Ich überlege es mir aber nochmal. Also, wenn ich jetzt heute nicht durchkomme mit Never Alone... Dann vielleicht schon, das würde ich halt auch gerne recht schnell fertig kriegen. Das war jetzt halt dazwischen geschoben, weil ich jetzt nichts Großes anfangen wollte. Heute. Aber natürlich auch, weil ich das Game mag. Das natürlich auch dann, warte mal. Natürlich auch ein Grund. Konnte der Fuchs nicht so, ah doch, kann er. Da ist nix. Schafft die das nicht? Offensichtlich nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Oh, sie lebt noch. Dass sich die Lichtverhältnisse hier bei mir im Zimmer so merkwürdig ändern. Ich sehe echt lustig aus. Okay, müssen wir da hin? Ich würde behaupten, nein. Die kann das nicht. Die hat doch so eine Schleuder. Geht das nicht mehr? Dankeschön, dir ebenfalls eine gute Nacht. Also es sollte halt auch wirklich nur so ein kleiner Stream werden. Ich habe da jetzt nichts Großes für heute geplant gehabt. Ich wollte einfach das DLC von Never Alone anfangen, weil alles andere hätte sich jetzt für die kurze Zeit nicht gelohnt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich dachte, ich streame jetzt einfach, auch wenn es schon relativ spät war. So spät wollte ich eigentlich nicht streamen. Wo muss ich hin? Kann die da schwimmen? Hey, funktioniert. Müssen wir den noch hinterher holen? Ich finde den Fuchs echt total süß. Und die Maus auch. Mausis sind eh total toll. Aber ich fand das... Ich finde das echt komisch. Es war doch bei Never Alone, war es doch so, dass der Fuchs... zu einem Jungen wird. Und natürlich auch ein Hallo von mir. Ich wollte jetzt gerade nur kurz was gesagt haben. Richtung wechseln funktioniert bei mir übrigens super. Ich kann nicht ganz klasse die Richtung wechseln.
Nein. Wir werden noch ein paar Runden drehen müssen, bis ich das geschafft habe. Das ist irgendwie kompliziert. Jetzt sind wir schon wieder hier unten. Wie wechsle ich denn die Richtung? Ah. Ah. Life is Strange zocke ich auch. Life is Strange finde ich ganz toll, aber habe ich für die PS3. Zocke ich auf meiner tollen PS3. Ja, ich zocke wirklich ziemlich, ziemlich gerne Story-Games. Also ich habe natürlich auch die Zeit, dass ich mal einen Ego-Shooter spiele oder Games, wo jetzt nicht so der Wert auf die Story gelegt wurde. Aber eher seltener. Meine Lieblingsgames sind auch die Story-Games. Also ich meine, da hat mich der erwischt mich, oder? Nee. Also mein absolutes Lieblingsgame, beziehungsweise meine Lieblingsgame-Reihe ist ja Bioshock. Oh, das ist sehr storylastig. Huch. Kann ich den da auch rausholen? Nee. Hier komme ich aber auch nicht weg. Wie kriege ich den da raus? Wir versuchen es nochmal. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie so weg. Oder ich muss... Nee, ich muss den anderen da irgendwie hin... Ich finde das beachtlich, wie lange die Luft anhalten können, ne? Okay, nee, so geht er zurück. Au! Er hat wehgetan. Bestimmt. Zwei, jetzt sind wir schon wieder gestorben. Diese Todesquote hier ist unglaublich. Kann ich den nicht noch woanders hin tun? Nach oben kann ich ihn ziehen. Aber sonst... Ah, Momentchen. Momentchen, richtig. Mädchen, bleib mal da. Mädchen, bleib mal da. Und du, Kollege, kommst mal wieder mit runter. Oder auch Licht. Wieso geht denn jetzt der Text weiter? Bleibt mal mit meinem Gisela, bin ich ja auch nicht so oft gestorben. Mein Gisela ist ja auch toll. So, Mädchen, schwimm dahin. So, Mädchen, Mädchen, du gehst da hoch, weil sonst frisst dich dieses Vieh wieder. Ach, halt, stopp, halt, stopp. Damit bin ich jetzt gerade nicht zufrieden. Ich wollte zurück. Ich wollte da hinten hin. Scheiße, jetzt ist der Fuchs hinterher. Das sollte so gar nicht sein. Kann bestimmt nur die. Ja, Nuna steht sogar dahinter, aber... Willst du das? Wer will das denn? Es fällt. Oh, es... Aha. Das funktioniert. Also Life is Strange gefällt mir auch sehr gut. Das würde ich auch total gern streamen. Ich habe total viele Games von der PS3, die ich gern streamen will, aber... Ich muss erstmal jemanden finden, der sich damit irgendwie besser auskennt. Ich habe Probleme mit dem Streaming-Programm, was ich für meinen PC dann brauche. Ich habe Probleme mit den Audio-Einstellungen und da ich jetzt da nicht so ganz bewandert bin, das ist für mich jetzt nicht so einfach. Kann die das... Ah, die wirft... Sonst hätte ich Life is Strange schon längst gestreamt. Ach, was... jetzt weg. Der verschwindet einfach. Ja, wie soll ich den sonst werfen? Dovinus. Da unten lang? Was rollt? Sieht sehr richtig aus. Wo ist denn die Mausi hin? Ich habe die Mausi jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Tot? Dein Ernst? Da war doch ein Weg. Ey, bei dem Game sterbe ich echt total oft. Viel zu oft. Und ich weiß nicht warum. Warte mal, nein, das ist schlecht. Ich muss gucken, ob hier hinten vielleicht noch irgendwo...
Nee, da kann ich nicht gegen anstreben. Gegen die Strömung komme ich nicht. Ich muss aber gestehen, bei Life is Strange fehlt mir die 4. Episode. Die wollte ich mir heute noch holen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. Jetzt hab ich verfehlt. Aber das ist auch ein Game, was ich echt nur empfehlen kann, wenn man gerne Story-Games zockt. Och, Mano. Jetzt aber. Super. So, und jetzt... Da vielleicht eine Eule? Das wäre ganz cool, wenn ich nochmal eine Eule finden würde. Anstatt die ganze Zeit nur so doof rumgucken. Na? Obwohl, sieht eher aus, als muss ich hier lang. Ne, da ist eine Eule. Da ist eine Eule! Ja, wir haben die Geschichte von Eis. Nein, einige. Und so tot. Wir haben eine Geschichte von Eis gefunden und sind dabei... ganz heldenhaft gestorben. Super läuft's. Müsste ich, aber ich zock halt doch auch nicht alles, was eine Story hat. Also ich bin da echt sehr wählerisch. Muss man doch leider sagen. Super. Super läuft's. Ehrlich, komm ich jetzt hier nicht mehr? Doch. Das stimmt. Also bei der PS4 muss ich auch sagen, da bin ich nicht so hundertprozentig glücklich mit den Sachen, die dafür haben. Da bevorzuge ich doch schon wirklich die PS3-Games. Also, obwohl ich jetzt... Oh, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde... dass ich will, dass alles als Remastered rauskommt, das auf keinen Fall. Ich mag diese Remastered-Sachen überhaupt nicht. Und ja, wenn ich jemanden finde, der auf dem Gebiet bewandert ist und mir helfen kann, dann werde ich von der PS3 auch aus streamen. Ich habe es ja geplant, ich habe ja auch schon die HDPVR hier, habe ja schon alles Mögliche gemacht, aber es sind doch ein paar Sachen, mit denen ich mich nicht auskenne. Also ich habe da Probleme mit meinem PC, der dann irgendwie mit OBS nicht klarkommt. Und dann habe ich halt ein Riesenproblem. Ich habe halt ganz viele tolle Story-Games. Also ich würde auch liebend gern Heavy Rain spielen. Für die PS3 würde ich auch liebend gern streamen. Ach, der Klepto ist auch da. Tagchen. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das sollte ich vielleicht irgendwie mal im Auge behalten. Wo muss ich überhaupt jetzt in diesem Spiel hin? Ich habe vor lauter Reden den Faden verloren. Ich laufe die ganze Zeit hier hin, obwohl hier da die Eule war. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nochmal hin muss. Doch, da geht's weiter. Vielleicht finden wir da die Mausi. Die Mausi. Die Mausi. Die süße Kleine. Gib her. Fällt das jetzt in mein Boot? So kann ich denn nicht weiter? Ist unsichtbare... Ah, doch nicht. Habe ich jetzt mein Boot versenkt? Das war natürlich der schlauste Plan überhaupt. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot! Was? Ich habe echt eben mein Boot versenkt. Kann das sein? Das war jetzt nicht so abgemacht. Warte mal. Gib das auf. Jetzt nicht auf das Boot fallen lassen. Ah, gut. Es wird nicht versenkt. Das ist super. Also ich muss wirklich jemanden finden, der mir da helfen kann. Ich habe halt mit den Audioeinstellungen ein echtes Problem, weil von der HDPVR aus Livestreamen auf Twitch ist nicht einfach. Von der PS3 aus. Das ist echt nicht einfach. Das kannst du halt nicht über HDMI laufen lassen. Und dann habe ich das Problem, dass ich, wenn ich es über Component laufen lasse, dass ich da nichts mehr höre an Sound. Oder dann hört, hört dann der Zuschauer nichts mehr an Sound. Oder es passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt OBS benutze, wo es da kein Problem mit wäre,
Dann sagt mein PC, sorry, ich komme mit dem Programm nicht klar. Ist halt alles nicht ganz so einfach. Aber dann habe ich echt tolle Games. Also ich habe Beyond Two Souls, habe ich auch. Die Bioshock-Reihe natürlich. Die, sag nicht, ich sterbe jetzt schon wieder. Das hat keiner gesehen. Ich habe Borderlands noch hier. Ist schon wieder das Boot da hinten. Ich bin echt total schlecht in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Heb auf. Runter damit. So, wo float das Boot jetzt hin? Sollte ich mir vielleicht mal merken? Wo ist das Bötchen? Da. Und rein. Super. Wir leben. Immer noch. Vielleicht finden wir endlich die Maus. Die Mausi. Nalup kisu hutik, paket kek kisip magan abing orak. Böse. Sah auf jeden Fall böse aus. Okay, also wir sind der kleinen Maus hinterhergelaufen und haben sie immer noch nicht gefunden. Aber vielleicht ändert sich das bald. Ja, ich spiele das Add-on. Wann ist das rausgekommen? Letzte Woche? Oder? Ja. Ich guck mal, ob es hier weitergeht. Nein. Das heißt Foxtails und es ist die kleine Erweiterung zu Never Alone. Ist auch diesmal, kostet diesmal was, aber ich meine, mit 3,19 € kann man die Entwickler durchaus unterstützen. Das ist echt ein Game, was man unterstützen sollte. Das ist echt cool gemacht. Huch, nicht vorbeifahren! Nein, spring raus, war ein guter Plan. Geh wieder rein. Doofes Füchschen. Nicht doofes Füchschen. Doofes Streamerin. Jetzt schwimm doch wieder. Ich muss doch da hochrennen. 100 %, oder? Oder auch nicht. Wie komme ich denn da? Ich frage nicht weiter. Wir brudern einfach in die andere Richtung. Und interessieren uns gar nicht dafür. Vielleicht brauchen wir das überhaupt nicht. Vielleicht kommen wir ja hier weiter. Oder auch nicht. Ich habe von dem Add-on auch nötig jemand anderen erfahren, beziehungsweise dann auch, als ich dann irgendwie angefangen habe, dann beim PlayStation Store ein bisschen rumzustöbern. Das kann ich nicht aufheben, ne? Und ich finde schon, dass sich das lohnt. Also vorher hattest du es ja kostenlos als PlayStation Plus Mitglied im Store. Aber ich meine, 3,19 € sind jetzt, finde ich, sogar noch unter Wert verkauft. Ich muss aber jetzt erstmal da hochkommen. Wenn ich das dann irgendwie, ich muss doch da, stimmt, mit dem Füchschen hoch, oder? Der kann auch Wände hochlaufen. Wieso macht er das denn nicht? Jetzt bin ich wieder in der falschen Richtung schon wieder. Los, Fuchs. Los. Tu irgendwas. Irgendwas Schlaues. Oh mein Gott. Kann die da hoch? Sie kann es komischerweise. Das war ein großer Stein. Ich hoffe, der fällt dahin, wo er hinfallen soll. Gucken wir. Er ist kaputt gegangen. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Bleib da stehen, Boot, bleib da stehen. Nein. Komm zurück, Boot. Komm schon.
Na, oh, jetzt rollt das schon. Wie? Das ist schon wieder zu weit weg. Och, komm. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Natürlich funktioniert jetzt überhaupt nichts. Oh, wehe, das Boot float jetzt weg. Schon wieder. Ich sag's dir, jetzt ist das Boot perfekt. Wenn das Teil das jetzt runterwirft, dann schnell. Oh Gott, mach. Dankeschön. Ich hoffe, das Boot geht nicht kaputt. Oder der Fuchs, wenn ich den Fuchs treffe. So, dann fahren wir mal schön nach da, wo es hin soll. Genau. Oh, nein, 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 nein. Lass das. Heb's auf. Nein. Doch. Nein. Mit was soll ich warten? Was hätte ich warten sollen? So. Komm her, Kollege. Du störst. Du störst. Du musst weg. Du störst. Ich guck mal kurz. Das sieht aus, als könnte man da rein. Ich kann mich aber auch täuschen, aber... Ja. Getäuscht. Ich wollte jetzt keine Eule irgendwie verpassen. Habe ich sowieso schon hundertprozentig. Aber nicht, wenn es so offensichtlich ist. Also, bei sowas gucke ich dann lieber nochmal nach. Bei God of War waren solche Schnecken auch immer was versteckt. Ach, ja, sind sie übrigens. Ich kriege gerade in diesem Moment einen Anruf, der für dich ist. Du weißt wahrscheinlich, was ich jetzt damit meine. Okay, ich muss erstmal gucken. Das ist richtig so, ne? Das muss da. Komm ich denn da hoch? Super. Dann ab ins Bötchen, aber nicht auf den Fuchs! Ja, für Katri. Oh, die kann so. Oh, Nuna kann sogar Rollen machen. Das ist cool. So, jetzt müssen wir da vorne hin zu dem Kollegen. Glaub ich. Ich bin mir nicht sicher, aber der pustet das Zeug doch dahin. Wo ist der jetzt, der Stein? Jetzt sind wir weggerollt. Jetzt frischen wir aus dem Bild raus. Und ich kann nichts mehr machen. Hey! Aber hey, zumindest der Fuchs kann wieder dahin. Die Nuna ist futsch. So. Ist auch super, dass man aus dem Bild rausfahren kann. Auch sehr viel Sinn. Muss man den Stein nochmal abholen. Das Boot anhalten ist nicht so einfach. Also ich muss sagen, also mit Handygames kann ich gar nichts anfangen. Schon alleine, weil mein... Fall doch runter! Schon allein, weil mein Handy das alles gar nicht unterstützt. Und ich gebe für Handygames gar kein Geld aus. Oh, das war doof. Es mag natürlich Handygames geben, die... Die echt cool gemacht sind, die auch das Geld wert sind, aber... Es reizt mich jetzt nicht. Also ich zocke, wenn ich zocke, nur auf Konsole. Und wenn ich unterwegs bin... Nein, ich will aus dem Bild fahren. Nicht aus dem Bild fahren. Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich gerne meinen Game Boy Advance dabei. Oh, das geht! Jetzt fahr richtig hin. Okay, das war falsch. Ich dachte, der würde so dahin fliegen, aber dann müssen wir den hochholen, hier den Kerl. Jetzt sollte es aber gehen. Nicht so weit. Na, oh, komm schon. Jetzt kann ich nicht sein, dass ich bei so einem Game so versage. Schmeiß. Voll aus Füchschen. Jetzt langsam in die Richtung. Langsam. Nicht wieder aus dem Bild raus.
Die hat doch eben das geradeaus runtergeworfen. Wieso macht die das jetzt nicht? Ah, okay. So. Super. Der Weg ist nicht frei. Noch ein Bösewicht. Ich glaub's nicht. Füchschen, du musst... Hol den mal da weg. Wenn ich jetzt sage, bei mir hängt auch nichts, dann ist das nicht, nicht sehr hilfreich, ne? Kommt der Fuchs jetzt überhaupt hier raus? Gut. Ah, ich muss sagen, ich bin echt von der Gamescom total fertig. Wir haben echt dreieinhalb, sagen wir mal, es waren dreieinhalb Games. Wir haben dreieinhalb Games geschafft. Oh. Moment. Okay, weiter paddeln. Vielleicht schwimmt die Maus hier irgendwo im Wasser rum. Man weiß es nicht. Tod. Das kam unerwartet. Jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren. Super. Okay. Spring. Foxy. Nein. Nein, Fuchs. Fuchs. Ich wollte zu Gronkh. Sonntag vielleicht. Sonntag. Sonntag, Sonntag, Sonntag. Fuchs! Warte doch auf mich! Warte! Sonntag vielleicht. Aber ich mache jetzt keine Werbung hier für Gronkh. Nicht im Chat. Obwohl ich natürlich schon gerne, ne? Gut. Müssen wir schon wieder hier hoch. Ach, der Weg hier wird ja gar nicht komplizierter oder so. Super. So, her damit. Her damit, sagte ich. Kann ich damit springen? Nö. Nein, na, oh, oh. Das war geplant. Würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt gucken wir mal. Kriege ich das so geworfen, dass das da hinfällt? Ich muss ja irgendwo anfangen, ne? Roll nach links. Auch wenn es nicht so aussieht, als könntest du das noch. Roll nach links. Nein! Nein! Kaputt. Super! Das hat funktioniert. Vielleicht kann der Fuchs hier durch die Steine hindurch trotzdem irgendwas richten und die bewegen. Da ist von oben was runtergefallen. Auch gut. Auch sehr vertrauenserweckend. Okay. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Huch, ich... Alter, dieses Spiel. Also... Es ist ein Spiel, wo es echt viel mehr um die Story dahinter geht. Es ist kein wirklich kompliziertes Game, aber ich bin trotzdem derjenige, der die ganze Zeit dabei stirbt. Aber dann bei Ego-Shootern oder so, dann... Fast nicht. Super komisch. Okay, wie machen wir das denn? Ich schau mir erstmal den da ab. Nein, 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 ich aus der. Nee, nö, 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 nö. Ich hab was im Boot? Warum hab ich was im Boot? Na. Okay. Das ist der Plan. Hat super funktioniert. Nein! Zurück. Oh Gott, ich hasse das hier mit dem Rudern.
Entweder mein Ruder zu viel oder mein Ruder zu wenig. Das ist aber nett, dass du mir den Hinweis jetzt gibst. Das ist super nett. Wusste ich gar nicht. Kann ich alle einfach da reinpacken? Macht bestimmt wenig Sinn, ne? Was ist denn das da unten? Bestimmt sterbe ich, wenn ich da jetzt lang schwimme, aber... Das und... Oh, das ist diese... Dieses freche Vieh da. Das schnappt mich, wenn ich zu nah komme. Man konnte es probieren. War alles möglich. War alles möglich. Super Plan. Jetzt müssen wir uns nochmal so ein Steinchen holen. Na los. Werf den Stein runter. Das hast du doch eben auch gemacht. Hallo. Hallo. Du hast eben auch Steine runtergeworfen. Dann mach das doch jetzt auch. Werf den Stein. Super. Das hast du toll gemacht. So. Ich packe jetzt einfach mal alle hier drauf. Das wird bestimmt total falsch sein, aber... Wie steht die denn da oben drauf? Irgendwas muss man ja machen. Wir müssen alles mal ausprobieren. Gib du auch her. Super, perfekt. Der rollt perfekt darunter, wenn ich den hier hinlege, ne? Ich glaube, das Boot sinkt ab, wenn ich so weitermache. Aber vielleicht ist genau das der Plan. Halt! Stopp! Kann da der Fuchs hoch? Ich bin doch nicht ganz doof. Hallo. Ich hab's gefunden. So, dann müssen wir nochmal zu dem Kerl. Oh, ich hoffe, ich bin da nicht zu weit weg. Es könnte knapp werden. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Falsche Richtung. Obwohl, wie komme ich jetzt da hoch? Komme ich da hoch? Komm nicht da hoch. Da weiter hoch kann ich... Oh nein, 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 nicht das Vieh. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, wir machen das anders. Das wird bestimmt schief gehen. Sage ich jetzt schon. Oder? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott. Beeil dich, Nuna. Nuna, schneller. Schnell. Oh, beeil dich. Ich sag's dir, wenn das jetzt nicht funktioniert. Perfekt. So. Hä? Jetzt sind wir so vollgeladen. Ich schmeiß jetzt einfach alles wieder hier raus. Ich sollte vielleicht... Domino-Effekt. Minimal. Minimal Domino-Effekt. Hab gedacht, da passiert jetzt noch irgendwas Cooles. Aber nö. Okay. Ich guck mal, ob wir die Richtung irgendwie ändern können und das da unten kaputt kriegen. Was ist mit dem Kerl hier? Komm hier hoch. Genau, puste mich hier hin. Naja, nicht mich. Eigentlich sollst du die Steine dahin pusten. Warte mal. Nicht da. Werf schon. Du darfst werfen. So.
Danach links. Mach's kaputt. Super. Und jetzt können wir den da auch noch verschieben, oder? Oder? Geht das? Nö. Aber ich muss das da unten irgendwie kaputt kriegen. Wir gucken mal, ob es klappt. Nein! Lass mich doch hier raus. Lass mich raus. Die schwimmen so langsam, das nervt ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ansonsten gespielt. Ich hab's heute echt nicht mit der deutschen Sprache. Ansonsten gefällt mir das Spiel echt super. Hä? Habe ich jetzt den Fuchs hier festgehangen? Sein Ernst? Der Fuchs hängt jetzt fest. Ach, der wirft von oben auch noch Steine runter. Das ist ja freundlich. Guck mal, was der Stein macht. Ich hoffe, der Fuchs kommt aus seiner Ecke raus. Der hält auch schon wieder fest. Ich schaffe das, mich in den Spielen hier überall festzuhängen, obwohl ich das gar nicht will. Guck mal, wie der da hängt. Kommt da nicht mehr raus. Oh, ich habe jetzt keine Lust, dass der stirbt und ich alles nochmal von vorne machen muss. Ja, ein bisschen denken dabei muss man schon. Ach, Füchschen, du stirbst bestimmt jetzt gleich. Och Mann, oh. Das ist dein Ernst. Ich muss das nochmal neu laden, so wie eben auch schon. Weil wir uns einfach überall festhängen. Jetzt muss ich das alles nochmal von vorne machen. Ehrlich. Ganz ehrlich. Das hätte ruhig speichern können, da wo ich das letzte kaputt gemacht habe. Das hätte da ruhig speichern können. Das wäre fair gewesen. Nummer 1. So, wo habe ich die das da runtergeworfen? Da, ne? Ganz links. Zieh die Spielzeit überhaupt in die Länge. Super, das hat funktioniert. Dann brauchen wir erstmal das Füchschen. Das Füchschen! Der eigentlich ein kleiner Junge war. Am Ende von Neverlone, aber es ist wieder ein Füchschen. Wehe, der hängt jetzt gleich wieder irgendwo fest. Na, gehst du wieder dahin? Genau, fein. Es ist so warm, es ist einfach unglaublich, wie warm es heute wieder geworden ist, auch während des Wartens bei der Gamescom. Es war einfach übel. Es war einfach überall viel zu heiß, ne? Jetzt hier in meinem Zimmer ist auch total heiß. Meine PlayStation hat auch wieder heiß. Was auch nicht so die beste Voraussetzung ist. Vorsicht! Na! Oh, ich doof! Zumindest bin ich wieder zurück ins Boot gefallen. Das könnte sogar klappen. Könnte, muss nicht. Oh, der rollt wieder. Er schwimmt. Er schwimmt wieder. Ich hoffe, das klappt jetzt. Fuchs! Lebt noch. Das andere holen wir nachher. Obwohl, der wirft ja auch noch einen runter. Das ist auch ein bisschen einfacher dann. Ab dafür. So, jetzt muss irgendwas wieder hier offen sein, oder? Außer ich habe totalen Mist gebaut und es hat nicht funktioniert.
glaube, es hat gar nichts gebracht, was ich gerade gemacht habe, aber... Okay. So ist richtig, ne? Oh, das Game ist kompliziert. Ich hätte es echt... Jetzt komme ich mit dem Fuchs auch wieder nicht raus. Ich hätte es echt nicht gedacht, aber ich denke, dass ich da einen zweiten Stream draus machen muss. Oh, danke. Oha. Wie freundlich von dem da oben. Der wird das einfach runter. Weil heute wollte ich echt nicht lange streamen. Weil ich total kaputt bin, aber ich wollte den Stream nicht ausfallen lassen. Was machst du da? Wirf doch. So, jetzt aber das Füchschen. Geh runter. Na. Immer wenn wir das Geräusch hören, haben wir irgendwas richtig gemacht. Das ist gut. Nicht so aggressiv. Voll auf uns beide drauf. Das ist dem Kerl da oben egal. So. Was muss denn hier noch gerichtet werden? Der muss wieder runter, ne? Aber da stimmt noch irgendwas nicht. Oder doch. Oder? Ich bin mir gerade so unsicher. Bleibst da unten. Wehe, der Fuchs hängt jetzt irgendwo wieder fest, ne? So. Dann müssen wir das hier so schön abwerfen, dass es genau da runterrollt. Ich hoffe, das schaffe ich. Gehen wir das alles mal überprüfen, ob das so richtig war. Das hört sich doch gut an. Wie gesagt, ich wollte heute nicht lange streamen. Das war auch echt eigentlich kurz angesetzt. Einfach, weil ich es vermisse zu streamen. Ich war jetzt dann fast eine Woche nicht da. Das vermisse ich dann schon. Weil ich ja auch ziemlich gerne streame. Das ist ja klar, wenn man so lang weg ist, dass man dann das unbedingt nochmal nachholen möchte. Und es war jetzt echt nur eine spontane Entscheidung, Never Alone Foxtails zu streamen. Weil ich ja dachte, es dauert nicht so lang, aber so wie ich momentan spiele, dauert es lang. Das heißt, wir werden nächstes Mal vielleicht einfach Foxtails zu Ende streamen. Je nachdem, ob es jetzt morgen ist oder Samstag. Werden wir einfach Foxtails zu Ende streamen und machen danach dann mit Evil Within weiter. Ich habe mich, was ich ja jetzt gestehen muss, bei dem Watch Dogs Stream nicht so ganz wohl gefühlt, weil da irgendwie kam ich da nicht rein. Und es ist irgendwie nicht mein Game. Also, wir müssen mal gucken, ob ich mich da vielleicht irgendwie allein ein bisschen einspielen kann und wir dann da weitermachen oder ob ich das wirklich lasse. Weil ich glaube, in dem Game gewinne ich keinen Blumentopf, so wie ich spiele bei Watch Dogs. Auch wenn die Idee an für sich eigentlich ganz nett ist. Wo fällst du denn hin, Stein? Ja, ne, das ist falsch. Das ist falsch. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Komm nach hier. Hier ist es richtig. Komm. Oder auch nicht. Doch. Muss eigentlich, ne? Muss ich gucken, dass mich dieses Vieh da nicht erwischt. Warum auch immer dieses Vieh gerne kleine Füchse frisst. Nein, es rollt in die Was? Das Vieh hat das Teil kaputt gemacht, ne? Und das jetzt gerade war nur die Meldung, dass mein Controller fast leer ist. Da habe ich leider gar nicht drauf geachtet. So, wie machen wir das jetzt? Das Vieh darf das Ding nicht erwischen. Oh, das haben wir erwischt. Mich aber, wenn ich jetzt da unten lang gehe. Ich hoffe, das geht hier lang. Nein! Ach, Füchschen. Fuchsi. Nein, das klappt nicht. Der wird mich fressen. Oder auch nicht. Wir gucken mal, wo wir das hinmachen können.
Ja, aber trotzdem, ich riskiere es nicht. Okay. Fuchs bleibt unten. Ich hab den Plan. Ich hab den Plan. Fuchs. Nuna haut erstmal den Stein hin. Fuchs. 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 Guck mal, wie schlau. Das, was Nuna da macht, ist allerdings nicht schlau, aber... Leider fragen wir mal gar nicht. Huch! Was ist das denn? Tja, der schwimmt so süß, der Fuchs. Eine Maus! Eine böse Mausi? Mausis können nicht böse sein. Ich habe selber Mausis gehabt. Die sind immer ganz lieb gewesen. So. Sieht irgendwie alles gleich aus. Warte mal, hier waren wir doch auch schon. Wir rudern mal weiter. Auch wenn wir jetzt eh nur noch 10 Minütchen oder so machen. Und weiter geht's. Ilanarik, Lismaruk, Nguyangit Parung, Awingakpak, Notar mit Xenjar Nerat. Es geht also um meine böse Maus. Es geht momentan um eine böse Maus. Die hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, man muss eigentlich der kleinen Maus nur folgen und die führt einem zu einem Geheimnis. Über diesen Stamm. Ich hätte nicht gedacht, dass dann noch eine böse große Maus ist. Ich soll mir das auch ahnen. Es ist gerade wieder so hell. Da werde ich wieder ganz komisch angestrahlt. Also, ich habe übrigens überlegt. Also, ich wurde jetzt von einigen Leuten angesprochen, ob ich gewisse Sachen auf der Gamescom anzocken kann. Und eventuell da ein bisschen drüber quatschen kann. Maus! Und, ich denke, das wäre cool, wenn ich das machen soll. Wenn ich das dann, nach Sonntag machen würde, nach meinem zweiten Tag da, dann hätte ich das nämlich alles gespielt. Ich wurde jetzt angesprochen, ich soll Horizon mir angucken. Dann sollte ich mir Dark Souls 3 angucken, beispielsweise. Und ich bin tot! Und so weiter und so fort. Wenn der Wunsch da ist, dass ich da mir das angucke und dann ein bisschen darüber quatsche oder meine Eindrücke dazu irgendwie mit euch teile, dann sagt das ruhig, dann werde ich das nach Sonntag auch machen. Aber jetzt heute noch nicht. Also ich habe heute auch schon einiges erlebt, aber über 3 Games nur reden, schon ein bisschen wenig. So. Das ist also die böse Mausi, hä? Aber wenn du dich als Einziger meldest für den Wunsch, dann ist das ein Mensch, der diesen Wunsch hat. Und ein Mensch sind leider nicht alle. Und ich werde das nur machen, wenn das auch gewollt ist von allen. Ich werde da jetzt nicht einfach anfangen, da drüber zu reden, wenn es überhaupt... Böse Maus! Wenn das überhaupt nicht gewünscht ist. Okay, die böse Maus lebt unter Wasser. Und sieht aus wie ein Bär und hat komische... Sie hat Entenfüße. Was ist das denn für eine Mausi? Eine komische Maus. Sie will bestimmt auch nur gestreichelt werden. Deshalb ist die so bösartig. Hat zu wenig Liebe bekommen. Jetzt bin ich schon wieder tot, weil ich abgelenkt war. Hat keiner gesehen. Ich glaube, in dem Game bin ich echt mittlerweile öfters gestorben als bei dem Pater bei Bloodborne.
Ich habe hier echt eine schlechte Quote. Hier bin ich echt oft drauf gegangen. Wisst ihr, was wir machen? Erstmal hier hochklettern vielleicht. Toller Plan. Der funktioniert ganz toll. Ablenkung ist super. Okay, böse Maus wartet. Nein! Was denn? Die Maus frisst mich die ganze Zeit. Also ich habe, als ich meine Mäuschen hatte, habe ich auch schon komische Dinge erlebt. Aber nicht, dass die anfängt, mich zu fressen. Okay, ich muss die Maus die dazu kriegen. Woanders hinzugehen. Das geht nicht, wenn das Füchslein hier ist. Das wird damit... Die Maus möchte mich auffressen! Manu! Ja, wein ums Füchschen. Kommt doch eh wieder. Wir Gamer sterben nicht, wir respawnen. So, weißt du was, Füchschen? Du... Nein, du gehst jetzt nach oben. Und führst es von oben. Das funktioniert so super, mein Plan. Ich merk's. Warte. Fuchs, bleib da. Weh, du bewegst dich da weg. Ich sag dir, Kollege, wag es. Bleib schön da. Weh, aber wer, du verbackst dich. Das brauche ich auch nicht. So, Füchschen, jetzt wieder nach da oben. Dann geht die Mausi weg, oder? Oder auch nicht. Hey, ich bin's. Na, wie wär's mit uns beiden, hm? Ich bin ein leckeres Füchschen. Interessiert sich ein Dreck. Wie mache ich das denn? Ich muss die Maus ablenken. Die Maus hat komische Zähne und Entenfüßchen, also das ist doch keine Maus. Okay, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Schon wieder zu kompliziert für meinen Kopf momentan. Der ist überhitzt noch vom Tag. Okay, ich versuche nur einmal drüber zu springen. Obwohl, vielleicht schafft der Fuchs das eher. Der Fuchs kann besser springen als die Nuna. Vorausgesetzt, die Maus macht nicht ihr komisches Schnappmaul auf. Spring! Oh, wir haben die böse Maus ausgetrickst. Oh, wir haben die böse Maus nicht ausgetrickst. Blöd. Das ist blöd. Das muss ich noch schaffen, bevor wir für heute aufhören. Also ansonsten... Nee. Müssen wir schaffen. Schaffen wir auch. Also das Füchschen kann das. Die Maus, die hat das doch gar nicht gemerkt. Oh, die Maus reagiert nur auf die Nuna? Jetzt doofe Situation. Jetzt muss ich das wieder wegmachen. Aber jetzt, okay, die reagiert nicht aufs Füchschen. Dann gehen wir mal hier hin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Die will nur die Nuna fressen. Also anscheinend stehen Füchse nicht so auf der Speisekarte von den Mäuschen. Hopp. Oh nein, 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 nein. So. Und jetzt. Kollege, ich brauch das. Egal, was ich jetzt versuche, es wird nicht funktionieren. Kann ich den nicht hier hinbringen?
Hallo. Maus. Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll, ohne dass die mich frisst, ne? Ich kann jetzt da unten wieder diese Teile anmachen, aber das nützt doch gar nichts. Hui. Vorbeigefloat. Sieht man auch nicht alle Tage. Okay. Ich krieg das nicht hin, den abzulenken, ne? Okay, Nuna bleibt unten. Fuchs geht hoch. Vielleicht frisst es mich da ausnahmsweise nicht. Es muss ja irgendwie funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Nein! Komm schon, das ist doch voll blöd. Ich verstehe das nicht. Das Game ist zu kompliziert. Dankeschön. Ebenfalls eine gute Nacht. Ich mach das noch, bevor ich schlafen gehe. Ich sag's, ich krieg das sonst hier nicht. Okay. Das wird schief gehen. Nein! Mist, die ist zu schnell. Sonst hätte ich da... Mhm. Hallo, Game! Hallo! Ich dachte, das Game wäre abgekackt, weil da so komische Geräusche kam. Okay, so können wir die Maus also verwirren. Super. Das ist super. Mausi, du bist verwirrt. Nein, 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 nein. Falsch. Zwei. Zwei. Drei. Okay. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Wieso funktioniert das denn nicht? Das ist doch voll die gute Taktik. Oder auch nicht. Kriegt die mich hier? Eigentlich dürfte die mich hier nicht erwischen. Ich muss mich anstrengen. Das ist kompliziert. Das kann doch nicht. Wie soll man das denn hinkriegen? Ich wette, die Lösung ist total einfach und ich bin einfach nur momentan so beschränkt, das rauszufinden. Hauptsache, guck mal, wie lange die Maus jetzt da rumrumort. Plötzlich. Die ist plötzlich total beschäftigt. Und wenn ich jetzt wieder auf die Nuna wechsle... Geht die Maus bestimmt sofort wieder durch das Loch. Ich wusste es. Den Spaß habe ich augenscheinlich. Ja. Ich wollte den Stream jetzt eigentlich auch beenden, aber... Habe ich eben schon versucht, ob sich das auf die Maus auswirkt, aber... Oh, wir sind über die Maus drüber gesprungen. Weil wir so toll sind. Weil wir ein Füchschen sind. So, ich kann es nochmal probieren. Ich glaube, es wirkt sich überhaupt nicht auf die Maus aus. Ich habe schon eben versucht, die damit wegzupusten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nie irgendwas gesagt. Nie. Alles gut. Nein, sorry. Ich bin echt
gar nicht auf der Höhe momentan. Das mit der Gamescom war echt zu heftig. Das war echt zu heftig. Natürlich ist der Stein jetzt weg. Ich hab nichts gesagt. Aber ich habe es eben schon mal benutzt, aber ich war dann zu beschränkt dafür, das zu machen, wenn die Maus nicht da ist. Ich habe versucht, die Maus damit wegzupusten. Was vielleicht jetzt nicht so die schlauste Idee war. Hey, die Idee war gut. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wehe, der Fuchs hängt schon wieder fest. Gut. Wie kriege ich jetzt die Nuna da runter? Kein Kommentar. Die ist selbst da reingesprungen. Man hat's gesehen. Die Nuna ist von selbst da reingesprungen. Aber gut, dass es hier gespeichert hat. Hallo. Ja, mit Gamescom jetzt dieses Jahr sieht schlecht aus. Es gibt nur noch Nachmittagstickets. Ich bin jetzt Sonntag nochmal da. Oh. Bossfight oder was? Wo ist... Oh nein, unser Schutz schwimmt weg. Doch kein Bossfight. Es gibt nur noch Nachmittagstickets für die Gamescom. Sonst ist alles ausverkauft. Und ich hatte echt noch Glück, also dass ich überhaupt noch für die Tage jetzt Tickets gekriegt habe. Aus Wien. Das ist aber auch relativ weit weg von der Gamescom. Ich wohne fast um die Ecke. Fast. Also die Gamescom dieses Jahr, also wie gesagt, da wenn... Ja, wenn Interesse besteht, kann ich da gerne mal was zu... Nein, nicht sterben, nicht... Kann ich da gerne was zu dann sagen, auch wenn ich jetzt Sonntag da war, genau. Ich habe heute schon recht viele Eindrücke gesammelt und mir recht viel angeguckt, was ich mir angucken wollte. Maus. Wegen The Taken King? Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mich für Assassin's Creed Syndicate angestellt, für Until Dawn und für Horizon Zero Dawn. Und da war ein Game dabei, was mich etwas enttäuscht hat. Die anderen haben mich mehr überzeugt, aber da sprechen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber. Ich wollte eigentlich echt nur das hier, das Blöde mit der Maus hier schaffen. Wir finden schon noch einen Tag, wo wir darüber reden können. Oh, am Schwänzchen ziehen, schnell! Am Schwänzchen ziehen, schnell! So wird das nix. Ich bin auch doof. Ich bin ganz doof. Muss ich ja zugeben. Was? Warum? Okay. Super, jetzt sind wir nochmal hier. Ich will das schaffen. Flieg aus dem Boot raus. Will's schaffen und flieg aus dem Boot raus. Super. Langsam mal verstanden haben, aber nö. Ich bin müde. Es war viel zu anstrengend.
Ich muss sagen, also ich fand, die letzten Jahre hat sich die Gamescom mehr gelohnt. Aber das kommt ja auch immer auf den eigenen Geschmack an. Ich finde, das sind momentan nicht so viele Games, die mich reizen. So, wie komme ich jetzt darüber? Ich muss entweder schnell sein. Ich habe ganz viele Shirts zu Hause. Was ist das für eine Logik gewesen? Aber natürlich nur bei Princess T-Shirts. Ach du. Es ist mir zu kompliziert. Das Spiel ist mir zu kompliziert. Wenn das Boot da ist, ist die Maus da oben. Und der Schwanz ist unten. Das heißt, so muss das sein, damit ich am Schwanz von der Maus ziehen kann. Wenn wir das wirklich jetzt zu Ende machen. Wir schaffen das. Du kannst dir bei der Gamescom, kannst du dir so tolle T-Shirts mit deinem Gamer-Namen bedrucken lassen. Habe ich da natürlich auch welche von. Natürlich. Oh nein, Nuna, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, Scheiben. Ist zu langsam. Boah, also langsam ist es echt, wird es echt anstrengend. Sehr anstrengend. Es hat doch eben funktioniert halbwegs. Jetzt rausspringen, raus. So, perfekt. So, wenn wir das so machen... Nein, Nuna bleibt da. Wenn wir das so machen, ist die Maus da. Dann geht die Maus wieder nach oben. Dann macht halt seinen Gamer-Namen drauf. Ist doch egal, was das dann für ein Name ist. So. Hallo, wie mache ich das jetzt? Durch dumme Fügungen werde ich eh wieder in das Maul von der Maus da geworfen. Das ist... Bleib so! Geist, bleib so! Ich weiß nicht, warum ich will, dass er so bleibt, aber ich hab... Vielleicht kann der Fuchs da hoch. So, und jetzt? Super Situation. Wieso komme ich da nicht rüber? Nix ins Boot. Schau an. Nix ins Boot. Das wird schon. Wir sterben jetzt wahrscheinlich eh wieder. So gut, wie ich in dem Spiel bin. Hallo, Mausi. Oh, es geht noch weiter. Da sind wir doch nicht durch mit der Maus. Mache ich das jetzt noch? Ich versuche es auf jeden Fall noch. Mist. Komische Maus, Musik ist noch da. Musik von der bösen Maus. Die kleine süße Maus, die ist einfach weggelaufen. Weil die Angst hatte. Oh nein. Oh nein. Sowas mag ich nicht, da kannst du wegrutschen noch.
So, was macht der Kollege hier unten? Okay, gute Nacht. Super verwirrt bin ich jetzt. Ich hasse das. Ich muss zu viel nachdenken. Das klappt super, gegen den Strom anzuschwimmen. Muss ich gestehen. Super klappt das. Ich hoffe, das wird heute noch mal was, ne? Zurück. Das Boot schwimmt wieder aus dem Bild raus. Sehr schön. So, das schaffe ich doch, oder? Super. Nein, der Fuchs muss das wegmachen. Fällt das dann auf die Maus drauf, oder? Das ist nah, das ist nah, das ist nah. Kriege ich das nicht ganz weg? Wenn ich das ganz nach unten ziehe. Oh, super, ich kann auch noch so. Toll. Das wollte ich doch überhaupt nicht, aber ist gut. Das wird nicht funktionieren. Wird's einfach nicht. Böse Maus! So, das wieder weg. Dann nehmen wir uns das. Jetzt ist die Maus nicht da. Was? Dein Ernst? Du freches Etwas. Okay, damit die nicht wiederkommt. Das ist vielleicht doof. Das ist doof. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann man dazwischen die. Das kann man das dazwischen stellen, dass es dann nicht mehr pustet? Nee, ne? Das dauert viel zu lange. Kann ich das dann da lang ziehen? Funktioniert super. Oh Gott. Das ist mir jetzt schon zu anstrengend. So, wenn ich das da oben hin mache, vielleicht bleibt die Maus dann weg. Gib's auf. Nein! Nein, Mist! Ich hätte nur... Oh, ich hätte nur runtergehen müssen. Wo ist jetzt die... Da ist die blöde Maus. Weg, weg mit der Maus. Weg, 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 weg.
verjagt gehabt. Dein Ernst? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ne? Da muss der Fuchs schon unter dem Teil sein. Das war selten dämlich. Super. Okay. Egal, wie lange es dauert. Ich versuche weiter. Was hat das uns jetzt gebracht? Dass wir mit dem Teil die Maus da wegpusten können, ne? Hallo? Okay, jetzt können wir hoch. Wieso das traurige Gesicht? Warum das traurige Gesichtchen? Ich hoffe, die Maus geht da auch nicht mehr weg. Aber wie komme ich da hoch? Nur so glaube ich nicht. Nein, ich will nicht. Nein. Lass das. Nein, oh, die Maus. Lass das. Warum ist das eine böse Maus? Anahuding asin katagala roman uyang nin aglan awing ngakpak kibiruk imegme asi matup kahone ukak tome kapalomin. Böse Maus ist also tot. Oder zumindest verschüttet. Angelia mon olaktut akilek kahlugo awing ngakpak. Iglingarmin kubaitsahutit. Oh. Die kleine Maus! Oh, ist die süß! Oh, die kleine Maus ist putzig. Boah, das Licht hier ist komisch. Okay, die Maus hat alles kaputt gemacht. Das verstehe ich schon. Euer Ernst! Das war das Deal. Das war das Add-on. Was? Echt jetzt? Ich hab gedacht, da kommt noch was. Da habe ich mich ja mega vertan. Also ich war mir jetzt echt recht sicher, dass danach noch irgendwie ein Gegner kommt oder ein Gebiet. Das war ja echt knapp. Es hat ein bisschen länger als eine Stunde gedauert. Eine Stunde, anderthalb. Mit meinen ganzen Fehlversuchen. Jetzt wollte ich eben gesagt haben, wenn das ja noch was dauert, dann können wir es im nächsten Stream noch ein bisschen weitermachen. Tja, dem ist wohl nicht so. Das heißt, wir werden morgen, beziehungsweise
Ich gucke noch, ob ich das morgen mache oder lieber am Samstag. Werde ich hier bei Twitch aber noch früh genug dann in meine Broadcast-Überschrift schreiben. Da schreibe ich relativ häufig rein, wann ich wieder stream. Dann werde ich ja reinschreiben, ob Freitag oder Samstag. Dann werden wir mit The Evil Within weitermachen. Denke ich. Ich denke, das sollten wir mal weitermachen, sonst vergesse ich das noch komplett. Far Cry 4 haben wir auch noch offen. Da können wir auch noch dran machen. Und am Sonntag werde ich nicht streamen. Selbst wenn ich eventuell morgen streame und Samstag nicht. Das ist mir einfach zu anstrengend nach der Gamescom. Da machen wir einfach Montag einen Stream. Und wie gesagt, wenn es gewünscht ist, dann können wir auch ein bisschen gerne über die Gamescom reden, über die Games, die da vorgestellt worden sind. Wie ihr sie so empfunden habt, wie ich sie empfunden habe, da wurde ich jetzt halt häufiger darauf angesprochen, dass ich da bitte mal was zu sag und mir ein paar Sachen angucke. Habe ich jetzt heute schon gemacht. Werde ich am Sonntag auch noch machen. Und ja, kann dann einfach beim nächsten Stream noch mal gucken, ob dann die Nachfrage und das Interesse dann relativ hoch ist. Das war heute wirklich ein ruhiger Stream. Es war auch ein Stream mit wenig Zuschauern. Was ich aber nicht schlimm finde. Ich habe den halt recht kurzfristig angesetzt. Recht kurz angesetzt. Es war auch ein recht unbekanntes Game. Beziehungsweise das Add-on kennt noch fast überhaupt keiner. Ist auch mal was ganz anderes. Es ist ein sehr ruhiges Game, wo es dann auch wirklich um die Story geht. Nur. Und ja, ich habe mich trotzdem gefreut. War trotzdem aus meiner Sicht eine gute Idee, den Stream zu machen, auch wenn wir jetzt in einem recht kleinen Kreis heute unterwegs waren. Es war echt relativ kurz, das Add-on. Ich würde trotzdem sagen, dass es das Geld, die 3,19 Euro oder was es jetzt gekostet hat, echt wert ist. Mir persönlich gefällt das Spiel sehr. Und ja, wenn ihr möchtet, dann überzeugt euch doch selbst davon. Von der Story. Also die ist echt schön, vor allen Dingen im Never Alone. Es hat, wie lange habe ich dafür gebraucht? 4 Stündchen oder so? Für das Hauptgame. Und das ist schon teilweise echt interessant, was da wirklich für Hintergründe hinter dem Game stecken. Worum es da wirklich geht. Was das Game erzählen möchte. Jo, das heißt, das nächste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich mit The Evil Within, also einem Horror-Game. So wirklich Horror ist das nicht, aber es ist halt was ganz anderes als Foxtails jetzt gerade war. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es mit der Gamescom, das machen wir im nächsten Stream, reden wir mal drüber. Und vielleicht machen wir dann Anfang nächster Woche. Quatschen wir da ein bisschen drüber, aber dann bei einem Game. Bei einem Game, wo ich mich dann auch darauf konzentrieren kann, wo ich dann nicht die ganze Zeit abgelenkt bin, weil ich sinnlos sterbe. So wie heute. Hi. Du kommst gerade, wo ich gerade bei meinen Schlussworten bin. Wollte mich jetzt gerade verabschieden. Und euch allen eine gute Nacht wünschen. Und auch wenn es ein kleiner Kreis war, trotzdem allen, jedem Einzelnen vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen oder Samstag wieder. Wie gesagt, werde ich hier in meinen Broadcast-Titel noch reinschreiben. Und dann, ja, falls ihr bei der Gamescom seid, wünsche ich euch noch echt schöne Gamescom-Tage, denn die Atmosphäre und das Feeling, das ist einfach echt toll und da sind auch echt teilweise ziemlich gute Games. Ja, falls nicht, über die Gamescom reden wir auf jeden Fall noch, wenn ihr mögt. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Start ins Wochenende. Bis dann. Tschüss.